Und ich kann jetzt mit Volker Angriss in Glasgow sprechen. Er ist Leiter der ZDF-Umweltredaktion. Herr Angriss, auch Brasilien hat sich der Vereinbarung zum Schutz der Wälder ja angeschlossen. Inwieweit gibt das Hoffnung, also dass tatsächlich etwas aus dem Ziel für 2030 werden kann? Naja, zunächst muss man mal sagen, dass Brasilien überhaupt dem zugestimmt hat, dass es schon wirklich mehr als eine Fußnote wert. Allerdings ist es natürlich so, nur wenn wirklich der Wille der Regierung oder der Regierungen bis 2030 auch tatsächlich da ist, den Waldschutz voranzubringen, dann wird es was werden. Und das kritisieren natürlich auch die Umweltverbände, die einfach sagen, wir haben schon unglaublich viel beschriftetes Papier gesehen, jede Menge Ankündigungen. Man muss vor Ort gucken, ob es in die Umsetzung geht und ob in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich der Kahlschlag weniger wird. Und dann kann man vielleicht einen Trend ablesen und sagen, okay, könnte was werden. Also nach dem Gipfel geht es dann um die konkrete Umsetzung der Zusagen, auch hier in Deutschland. Welches Projekt wird denn besonders herausfordernd werden für die neue Regierung dann? Na, Kern im Klimaschutz ist tatsächlich der Umstieg auf erneuerbare Energien und das völlige Herunterfahren der fossilen Brennstoffe, bei uns Stichwort Kohleausstieg. Und das ist nicht so ganz einfach, denn um diese Ziele zu erreichen, wir brauchen jede Menge erneuerbare Energien. Wir haben die wachsende Elektromobilität. Wir brauchen sogenannten grünen Wasserstoff, der eben über den Einsatz zum Beispiel über Windenergie hergestellt wird, damit er wirklich klimaneutral ist. Das braucht die Industrie. Und wir brauchen mindestens bis 2030 die zweifache, eher die dreifache Menge erneuerbare Energien im Stromnetz. Und da stellen sich eine ganze Menge Fragen. Muss man erst mal sagen, wo sollen denn die neuen Windparks eigentlich stehen, die man dazu braucht? Wie soll es denn gelingen, jede Menge Dächer mit Photovoltaikanlagen dann auszustatten? Und vielleicht noch der wichtigste Punkt, wie kann man es schaffen, das deutsche Stromnetz fit zu machen für erneuerbare Energien? Denn der große Unterschied besteht ja eben darin, dass erneuerbare Energien ganz viele Einspeisepunkte ins Netz haben, während nach der alten Methode ein paar dicke Kraftwerke da sind wie eine Spinne im Netz und von dort der Strom verteilt wird. Das ist technisch gesehen ein gewaltiger Unterschied und das muss man erst mal bewältigen. Schauen wir auf einen wichtigen Player, nämlich die USA. Die nehmen nach 4 Trump-Jahren wieder an der UNO-Konferenz teil und wollen sich als Vorreiter im Klimaschutz jetzt präsentieren. Wie glaubwürdig ist das denn, wenn daheim dafür die breite Zustimmung ja fehlt? Ja, das ist genau der Knackpunkt. Joe Biden muss erstmal den Kongress davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Und er hat, finde ich, für mein Verständnis eigentlich einen ganz guten Kniff dazu gefunden. Er verknüpft nämlich den Umstieg auf erneuerbare Energien und damit den Klimaschutz mit 2 Millionen neue Jobs, die angeblich dadurch entstehen sollen, wenn man die Windindustrie ausbaut, wenn man Photovoltaik ausbaut. Und das sind nicht irgendwelche Jobs, die man nur so zwischendurch macht, sondern das seien Jobs auf Dauer und das würden gute Perspektiven sein für Familien, die dann endlich ja ohne Angst in die Zukunft gucken können, weil sie wirklich versorgt sind, weil gut Geld verdient wird. So verkauft er den Klimaschutz, also rein wirtschaftlich. Es geht ihm gar nicht in erster Linie um den Klimaschutz. Es geht ihm darum, die Wirtschaft abzusichern und die neuen grünen Märkte, die erkennbar immer stärker heranwachsen, ja für die Amerikaner einzuvernehmen, zu sagen, okay, wir müssen da mitmachen, wenn nicht, dann machen es halt die Chinesen. Nee, und das will er nicht. Und so, denke ich, ist er ganz gut unterwegs. Und das könnte, wenn der Kongress dann am Ende doch mitspielen sollte. Es könnte in der Tat was werden. Es scheint ja bei diesem Gipfel jetzt viele schnelle Projekte zu geben, aber noch nicht den großen Wurf. Und es heißt ja, dass damals in Paris die Verhandlungen extrem gut vorbereitet waren und die Vorbereitungen jetzt in Großbritannien dieses Mal gelten als eher schwach. Wie entscheidend ist das denn? Ich denke, die Engländer haben sich was anderes überlegt. Das Abkommen von Paris ist ein verabschiedeter Vertrag, der wird jetzt abgearbeitet. Und das geht eben nach den Spielregeln, die man sich selber als Konferenz in Paris gegeben hat, relativ langsam. Und da wird man sehen, ob das die 3, 4 Hauptknackpunkte, die es da noch gibt, ob die am Ende dieser 2 Wochen dann gelöst sein werden. Boris Johnson hat gesagt, nein, Glasgow muss eine Konferenz der Umsetzung sein. Und von daher gibt es so diese zweite Ebene der schnellen Projekte und man versucht hier diese Breakthroughs, die Durchbrüche hinzubekommen, indem man in verschiedenen Sektoren versucht, einfach Klimaschutz voranzubringen. Das haben wir ja heute gesehen mit dem Waldschutzprojekt, das haben wir heute auch gesehen mit dem Methanreduktionsprojekt und es wird weitere
ja, Mitteilungen über Zusammenarbeiten geben. Deutschland zum Beispiel kooperiert mit Südafrika, da geht es um den Kohleausstieg in Südafrika und dergleichen mehr. Also wir haben eine Doppelbewegung. Das Pariser Klimaabkommen wird weiter verfolgt, umgesetzt und parallel dazu haben wir diese, wie soll ich sagen, Ansammlung von diesen kleineren Projekten, die aber sehr konkret sind und möglicherweise mehr Klimaschutz bringen als das Abkommen von Paris. Volker Angriss war das. Vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne.